Moin moin liebe Kunis und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Research deiner Resident Evil News Video hier auf unserem Radio Raccoon YouTube Kanal. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber ich bin heute einer mittelgradigen Depression entkommen. Ich habe mir gerade das Konami Showcase angeschaut und es war ein Reinfall. Aber später dazu mehr. Jetzt soll es erstmal um Resident Evil gehen, denn es gibt ein paar News zur Resident Evil Gold Edition. Es wurden ein paar neue Bilder gezeigt zum Third-Person-Modus. Ihr könnt Ethan jetzt also auch in Third-Person steuern, so wie Jill und Leon im Resident Evil 2er und 3er Remake. Ich finde die Bilder sahen eigentlich ganz geil aus. Ich freue mich sehr darauf. Zum Teil wirken einige Passagen so ein bisschen uncanny. Also ich finde zum Beispiel, dass Ethan so aussieht, als hätte er ein bisschen zu großen Kopf für seinen Körper. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht war das irgendwie nur ein Eindruck durch den Trailer oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es aussehen wird, wenn wir es dann selber in die Hand nehmen und das Game selber steuern. Außerdem gab es auch ein paar neue Bilder zum Shadows of Rose DLC. Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, was die Gold Edition angeht. Insgesamt wirkt das ganze Setting so ein bisschen düsterer. Wir sehen auch so ein paar dunkle Passagen, wo Rose sich so durch die Gänge bewegt und auf einmal irgendwie aus den Schatten attackiert wird. Mir hat dieses Ganze so ein bisschen übernatürlich Szenario so ein bisschen Silent Hill Vibes gegeben. Silent Hill. Aber ich freue mich wirklich sehr drauf, auch wenn einige Passagen, wo Rose mit ihrem Eisangriff die Kreaturen einfriert, so ein bisschen an die Eiskönigin erinnert hat. Und natürlich wurde auch was zum Mercenaries-Modus gezeigt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, leider interessiert mich das überhaupt nicht. Und es wurde eine Nintendo Switch Cloud-Version angekündigt von Resident Evil 2 Remake, von Resident Evil 3 Remake, von Resident Evil 7 und Resident Evil 8. Die ganze Reihe startet mit Resident Evil 8 Village. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von diesen Cloud-Versionen, weil du brauchst halt permanent eine Internetverbindung, um das Spiel spielen zu können. Und gerade im Internetentwicklungsland Deutschland ist Cloud Gaming, glaube ich, noch nicht so das Gelbe vom Ei. Das Internet ist für uns alle Neuland. Es gab ja schon mal eine Cloud-Version von Resident Evil 7, die habe ich leider persönlich nie angetestet. Wenn ihr die mal auf der Nintendo Switch gespielt habt, dann schreibt es mir gerne da unten in die Kommentare. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass sie die Games als Retail auf eine Cartridge packen, dass man die halt kaufen kann. Meinetwegen auch einzeln, meinetwegen auch für, weiß ich nicht, 30, 40 Euro pro Stück oder so. Egal, Hauptsache, man hat es als Retail-Version im Regal stehen und naja, für ein Cloud-Game zu bezahlen und dann kann man es halt nur so lange spielen, wie die Server online sind, finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Solltet ihr euch gerade ganz rein zufällig auf der Tokyo Game Show befinden, dann könnt ihr das neue PlayStation VR 2 Headset ausprobieren, unter anderem mit Resident Evil 8 Village. Da freue ich mich sehr drauf. Ich kann es kaum erwarten, eine PS5 in den Händen zu halten, mit einem VR-Headset und Resi Village dann auch mal aus der Ego-Perspektive zu genießen, so wie schon Resident Evil 7 mit dem PlayStation 4 Headset. Ich finde es richtig, richtig geil. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre, dass ich die Erfahrung, das Game zu spielen, zum ersten Mal mit VR gemacht hätte. So weiß man halt schon, was auf einen zukommt im Spiel. Es gibt da ja schon von Haus aus nicht so viele Jumpscare-Momente, aber ich werde es mir auf jeden Fall irgendwann mal reinziehen. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Und wer es braucht, Resident Evil 8 Village gibt es jetzt auch fürs MacBook. Ich habe kein MacBook, von daher. Zum Schluss gab es nochmal eine richtige Überraschung für all diejenigen unter euch, die noch nicht die glücklichen Besitzer einer PlayStation 5 sind. Das Resident Evil 4 Remake kommt auch für die Last-Gen-Konsolen raus, beziehungsweise für die PlayStation 4. Bei der Xbox weiß ich es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ja, ich finde es gut, weil ich bin leider noch kein Besitzer von der PS5. Ich werde es dann auf der alten Generation zocken. Ja, auf jeden Fall gute Neuigkeiten. Nächsten Monat im Oktober gibt es dann ein Resident Evil Showcase. Es wurde angekündigt, dass es dann noch mehr zur Resident Evil 8 Gold Edition geben wird, zu Resident Evil 4 Remake und auch noch ein paar neue News. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass sie Resident Evil Outrage für die Nintendo Switch announcen. Lassen wir uns überraschen. Und damit kommen wir auch leider schon zum traurigen Teil der Show. Und zwar habe ich mir gerade das Konami Showcase von der Tokyo Game Show reingezogen. Und es wurde natürlich kein Wort über Silent Hill verloren. Weder über das Silent Hill 2 Remake noch über ein neues Silent Hill.
Ja, es wurde ganz viel buntes Anime-Zeugs gezeigt. Es wurde ganz viel zum Thema Yu-Gi-Oh! Gezeigt. Und naja, ich habe mir am Ende gedacht, okay, das waren jetzt 50 Minuten meines Lebens, die ich nicht wiederbekomme. Ich verstehe es nicht. Angeblich soll da definitiv was kommen zu Silent Hill. Es sind mehrere Spiele in der Produktion, aber es wird einfach nichts gezeigt. Es wird nichts announced. Wir haben jetzt dieses Jahr noch eine Möglichkeit, wo was gezeigt werden könnte. Das wäre auf den Game Awards. Ich glaube, ansonsten war es das mit Gaming Events dieses Jahr. Naja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich war sehr, sehr traurig nach dem Showcase, ehrlich gesagt. Aber naja, kann man halt nichts machen. Abwarten, Tee trinken. Und ja, das waren die Resident Evil News für dieses Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr noch mehr Resident Evil und Silent Hill Content haben möchtet, dann schaut euch gerne auf unserem Kanal um. Abonniert gerne den Kanal. Lasst für das Video einen Daumen nach oben da. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl. Cheerio.